Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Gothic 3. Beim letzten Mal haben wir in Geldern noch ein bisschen, ja, die Minen bzw. den Süden von Geldern erforscht. Dort sind wir bei der verlassenen Mine gewesen und haben herausgefunden, dass sie doch noch Artefakte abwirft. Und wir waren hier oben und haben den gottlosen Söldner Ivan getötet. Alles dafür, dass wir bei den Orks mehr Ruf bekommen, damit wir endlich in den Tempel dürfen, denn dort befinden sich die Schamanen und diese sollen angeblich wissen, beziehungsweise diese wissen auch, na, hast es dann, danke, diese wissen auch, wo sich die göttlichen Artefakte befinden sollen, die 5 göttlichen Artefakte, nach denen Xardas ja sucht, beziehungsweise die müssten sogar eventuell schon welche haben, denn Xardas möchte ja den Krieg der Götter beenden, ich weiß, ich habe es schon 1000 Mal erzählt, aber ich werde es wahrscheinlich immer wieder erzählen, möchte ja den Krieg der Götter beenden, aber nicht indem er Innos oder Belia gewinnen lässt, sondern er möchte irgendeinen dritten Weg eingehen, welchen genau wissen wir nicht, aber dafür braucht er die 5 göttlichen Artefakte und ist deswegen ein Pakt mit den Orks eingegangen. Er hilft ihnen im Krieg. Dafür bringen die Orks ihm die 5 göttlichen Artefakte, beziehungsweise suchen danach. Und alle Artefakte, die sie finden, sollen hier nach Geldern gebracht werden. Und dementsprechend wollen wir mal mit den Anführern von Geldern reden. Allerdings, ja, lassen die uns natürlich nicht zu ihnen. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen für sie arbeiten. Und in dieser Folge werden wir uns mal an Folgendes machen. Ihr seht da schon diese kleine Höhle. Die haben wir ja schon bei unserer Ankunft damals aus Silden hier gesehen. Und zwar sollen wir ja im Norden diese Mine im Norden von Geldern erschließen. Und ich denke, das machen wir jetzt auch mal. Erschließen heißt im Prinzip so viel, töte alle Monster, die da drin sind, damit wir unsere Leute nur noch hinzuschicken brauchen und das ganze Zeug abbauen können. So, was haben wir denn? Ach, natürlich haben wir Minecrawler, warum auch nicht? Zack, voll gestochen, aber das bringt bei Viechern ja nicht so viel, bei Monstern. Hab zwar nie verstanden, warum die dann nicht kurz gelähmt sind von so einem Stich. Ich meine, ich treffe sie ja auch. Alter, Freunde. Ich stand gerade an einer etwas ungünstigen Position. Und ich stehe immer noch an einer ungünstigen Position. Und vor allem sehe ich gerade, mein Leben ist auch fast ausgehaucht. Ich habe die gar nicht so stark in Erinnerung, diese Minecrawler. So, na komm her, du blödes Mistvieh. Ich habe einen Trank getrunken. Jetzt hast du ja wohl keine Chance mehr. Minecrawler sind eigentlich gar nicht so schwer. Alter, aber die hauen unglaublich. Die haben einen unglaublich starken Angriff. Ich darf die nicht zu ihrem starken Angriff kommen lassen. Ansonsten habe ich ein Problem. Das Komische ist, ich treffe die aber nicht immer. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und die können meine Schläge blocken, was auch unglaublich nervig ist. Na gut. Sei es drum, die seien weg. Aber ich habe das Gefühl, hier werden dann noch eine ganze Menge mehr sein. Na, das wird ein Spaß. Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass die so stark sind. Ich dachte, die wären schwächer. Ich hätte am liebsten endlich mein Bastardschwert. Da würde ich einfach durch die durchmähen. Aber naja, gut. Man kann ja nicht alles haben. So, da sehe ich schon Goldadern. Die werde ich mir dann auch dementsprechend holen. Ach du Scheiße, hier wird es ja dunkel. Ich könnte jetzt eine Fackel nehmen. Oder ich nehme einen Lichtzauber. Dafür habe ich die Dinger ja. Ah, ich höre schon wieder mehr von denen. Ich hätte vorher speichern sollen, dann ist der Lichtzauber jetzt nicht verschwendet, aber was soll's. Ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe. Lichtzauber sind hier zwar nicht so geil, aber ich hätte trotzdem noch gerne mein Schild. Ja, man merkt, der Lichtzauber ist irgendwie nicht so geil hier in der Höhle. Der ist mehr für die Nacht geeignet, glaube ich. Kommt her. Am besten einzeln, das würde mir am meisten gefallen, muss ich sagen. Kann ich euch gegen die Wand drücken, ohne dass mich eure Kumpels stören. Ah, ich glaube, da kommen gerade mehr. Aber wenn ich den einen noch schnell wegkriege, dann haben die Kumpels auch nicht viel zu meckern. Alter, jetzt kommen hier 3 auf einmal. Ach, lass mich in Ruhe, blödes Mistvieh. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr in sie reinkämpfe, sozusagen. Aua. Kommt mal, ich brauche mal ein bisschen mehr Platz hier. Alter. Hört auf damit. Okay, wieder einer down und ein Level up. So, gefällt mir das doch. So, und jetzt bleibst nur noch du, mein Freund. Na, also. So. Nehmen wir euch noch aus. Na, habe ich die da vorne eigentlich ausgenommen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Kann ich ja gleich noch gucken. So, und dann würde ich sagen, bevor wir hier den Leuten aber sagen, dass die Mine noch, oder dass sie jetzt in die Mine rein können, werden wir uns selbst dementsprechend hier mal an den Reichtümern der Mine bedienen. Was sind das?
Eine verwitterte Steintafel. Schön, für altes Wissen. 6 altes Wissen. Bei wie viel sind wir denn jetzt eigentlich? Bei 33. Ich glaube, 50 brauche ich, um noch eine... Ist der Lichtzauber schon wieder weg? Alter. Ich nehme eine Fackel. Ich glaube, ich hätte gerne... 50? Sind das 50, die ich brauche? Ja, 50. Dann würde ich nämlich gerne noch so eine Kleinigkeit lernen. Die finde ich unglaublich hilfreich. Aber darauf extra altes Wissen zu skillen, ist ein bisschen, zumindest wenn man keinen Magier spielt, ein bisschen unsinnig. Aber wenn wir 50 altes Wissen noch bekommen sollten und noch nicht allzu hoch im Level sind, dann lohnt sich das durchaus. So. Da wieder die Fackel gezogen. Wir schürfen jetzt noch die Goldadern. Damit kriegen wir immerhin eine ganze Menge zusammen. Und dann können wir uns hier ja gleich auch noch nach den anderen Minen umgucken. Wir sollen ja noch bei der Schwefelmine, bei der Wolfsmine und bei den Goldminen vorbeischauen. Soweit ich mich da richtig erinnere. Und zack. Zack. Und zack. Und vorne waren, glaube ich, auch noch ein paar. Warum leuchte ich eigentlich in der Dunkelheit so rot? Verstehe ich nicht. Also hier wieder die Spinnenweben von den Minecrawlern. Die fand ich schon immer beeindruckend. So, diese Wurzeln da sind auch geil, oder? Wie die Wurzeln einfach bis hier runterreichen. Wobei denen das doch eigentlich gar nichts bringt. Ich meine, was machen die hier? Da hängen die in der Luft, da haben sie auch nichts von. So, nächste Goldader bitte. Wie gesagt, nicht das Spannendste, aber man braucht ja jedes Gold, das man kriegen kann. Und gerade dieses ist durchaus was wert, glaube ich. Lass mal kurz gucken. Wie viel ist denn so ein Goldbrocken wert? 50. Das ist ja nicht schlecht. Und da wir jetzt schon über 61 von den Dingern haben und noch nicht mal bei den Goldminen waren, sollte das ja eigentlich ganz gut sein. Ich könnte jetzt auch, glaube ich, schon die Goldbrocken inzwischen dem Typen geben, dem Nemrock. Ich glaube, der wollte ja nur 50 Brocken haben. Wäre auch eine Möglichkeit. Ah, ich habe sie ausgenommen, okay. Wäre auch eine Möglichkeit, aber... Nee, ich glaube, das mache ich erst. Ich gehe erst zur Goldmine, einfach aus Prinzip. So, dann gucken wir mal. Wir müssen ja noch ein bisschen die anderen Minen finden. Wie gesagt, Schwefel, Gold und Wolfsmine soll ja noch irgendwo sein. Gucken wir uns also mal noch ein bisschen hier um. Essen erstmal noch ein bisschen Fleisch. Ich könnte jetzt auch erstmal Bericht erstatten, aber ich glaube, ich erstatte dann später Bericht, wenn wir mit allem fertig sind. Es geht dann schneller. So. Ach. Hallöchen, ihr. Snapper, bedrohliche Snapper, interessant. Warum ihr jetzt so bedrohlich seid, weiß ich zwar nicht, aber ich nehme euch an. Ach, es sind viele wahrscheinlich, das ist das Problem. Der flog genau unter seinem Maul hindurch. Was? Der hat doch aber getroffen. Snapper sind immer so komisch zu treffen. Ach du Scheiße, sind das viele. Mist, daneben. Mist, daneben. So, fünf Viecher, nicht schlecht. Ach, jetzt habe ich natürlich die denkbar schlechteste Position hier. Der eine lebt doch fast schon gar nicht mehr. Welcher ist denn das? Ach Mann, ich wollte den einen... Ich kam aber auch nicht mehr raus, ne? Ich kam aber auch nicht mehr raus aus diesen Scheißviechern. Ich habe es ja probiert, aber... Die haben mich immer sofort gleich wieder umgeboxt mit ihren starken Angriffen. Ich muss versuchen, sie alle vor mir zu haben. Dann haben sie keine Möglichkeit. Aber das ist leichter gesagt als getan. Ech. Und ich frage mich auch, warum sie so orange sind. Wahrscheinlich, weil sie bedrohlich sein sollen. Naja, von mir aus. Sollen sie orange sein? Dann kommt er. Zack. Wenigstens treffe ich diesmal schneller. Ja, aber warum ist der vorbeigegangen? Er war doch eindeutig getroffen. Okay, zurück, 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 zurück. Wie gesagt, alle vor einem haben. Das ist wichtig. Warum sind das diesmal so wenige? Komm schon, danke. Das war Nummer 1. Ich glaube, der andere ist auch schon... Einer von den anderen ist auch schon ziemlich angeschlagen. Jawohl, so geht's doch. Aber vorhin waren das doch mehr. Wo sind denn die anderen? So, einfach mal alles mitnehmen. Ah, da unten ist noch einer. Zwei sind da unten noch. Ja gut, wenn ihr keine Lust hattet. Ich habe damit kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht ihr das Ganze unglaublich einfach. Alter, warum treffe ich nicht? Diese Snapper sind komisch zu treffen. Ey, ich bin noch zurückgewichen.
So, das waren die Snapper. Warum machen die noch Geräusche, wenn sie tot sind? Es ist immer unglaublich nervig. Ah, guckt mal, da vorne ist noch eine Mine. Schön. Was haben wir denn hier für eine Mine? Ich höre irgendwo noch Snapper. Ich nehme mal noch kurz die Heilpflanzen mit. Ich meine, wir haben zwar noch Heiltränke, aber es schadet nicht, die mitzunehmen. So. Na, Hallöchen. Was haben wir denn hier für eine Mine? Ihr seid nur normale Späher. Hey, Mora. Gut, dass du kommst. Ich habe was zu tun für dich. Ach, echt? Erstmal. Was für eine Mine ist das hier? So was Dummes kann auch nur ein Mora fragen. Halte doch mal deinen hässlichen Rüssel in die Luft. Dann wirst du schon wissen, was für eine Mine das hier ist. Eine Schwefelmine natürlich. Ist übrigens lustig, dass gerade der Typ mit der Schwefelmine natürlich Sulfok heißt, ne? Von, ich meine, gut, weiß jetzt nicht wie viele, aber ich meine Schwefel, ne, Sulfur, ja, Piranha Bytes. Habt ihr euch wieder viele Gedanken um die Namen gemacht, aber das ist ja generell so, glaube ich. Die Namen sind immer, naja, nicht die tollsten. Also Piranha Bytes, das muss man ihnen, die können ja ganz gute Sachen machen, aber was Namen geben angeht, da haben sie manchmal ein bisschen seltsame Ideen. Wie gesagt, Sulfok, bloß weil er eine Schwefelmine bewacht, ehrlich. Was machst du hier? Ich sorge dafür, dass die Moras arbeiten und diese Mine läuft. Die Biester lungern schon seit Tagen hier vor der Schwefelmine herum. Sieh zu, wie du sie loswirst, klar? Ja, okay, mach ich. Ich kümmere mich um die Snapper. Ja, mach sie weg. Aber ich hab schnell, ja schon. Sie machen mich nervös. Ich habe ja schon 6 von denen getötet. Kann ich ein paar Brocken Schwefel mitnehmen? Mach das. Bring das fiese Zeug nach Geldern. Ich krieg hier bald keine Luft mehr. Okay. Oh! Ach, er kann mir nur was beibringen, scheiße. Bring mir was über das Schmieden bei. Ach, warum hast du keine Baupläne? Mistkerl. So, ja, mal einen großen Schwefelbrocken und Schwefel. Ach, wahrscheinlich muss ich die Schwefeldinger zu dem einen Schamanen bringen und die Schwefelbrocken zu dem Anführer da, zu dem Ork-Anführer. Also die Schwefelbrocken wahrscheinlich zum Ork-Anführer und das andere Schwefelgelumpe zu dem Schamanen. Weil der eine Schamane wollte ja Schwefel haben. Diese die bearbeiteten Brocken, nicht die unbearbeiteten Brocken. So, nein, nicht auf den Hocker, ich wollte das Schwefel, das da noch ist. So, und mich stört es auch gerade, dass hier noch Snapper rumlaufen. Die machen diese blöden Schnaufgeräusche diese ganze Zeit. Ach, das sind ja noch viele. Alter, wie viele gibt's denn von euch? Ich habe doch schon 6 ausgelöscht. 4 noch. Na gut, mit 4 wurde ich ja... Alter, warum trifft dieser Pfeil nie so einen Snapper? Ist echt schlimm, oder? Hey, mal getroffen. Ach. Jetzt helfen die mir auch noch, die Typen. Lustig. Dann kann ich auch ein bisschen... kann ich auch ein bisschen so kämpfen, weil ich will ja meine verdammten Erfahrungspunkte haben und nicht an die Orks abgeben hier. Ach, jetzt komm schon. Alleine hast du auch keine Chance. So, helfe ich mal dem Typen noch. Mit dem Schnapper. Ach Mann, jetzt hat er mir die Erfahrung geklaut. Na, was soll's. Auf die 150 kommt's jetzt auch nicht an. Ich werde deswegen jetzt nicht laden, wie es andere machen. Es ist ja wirklich, es gibt Leute, die laden wegen jedem Scheiß. Wirklich, da klaut einem einer mal 150 Erfahrungspunkte. Gut, 150 Erfahrungspunkte sind jetzt auch nicht wenig, das gebe ich ja zu. Aber da klaut einem einer mal 150 Erfahrungspunkte und dann, nee, das will ich jetzt nochmal laden. Die Bedrohung durch die Snapper ist abgewendet. Dann kann ich ja wieder beruhigt schlafen. Nimm das als Belohnung. Einen Haufen gelber, stinkender Schwefelbrocken. Ist das nichts? Ja, klasse, danke. Was eine Belohnung. So, ich müsste auch wieder ein bisschen Fleisch haben, oder? Was ich braten könnte. Oh, nicht schlecht. Haben wir wieder genug Fleisch für die Reise? Alter, so viel Fleisch könnte ich niemals essen, glaube ich. Also ich meine, ich esse ja gerne Fleisch, aber so viel Fleisch, ehrlich, da liegt noch Schwefel. Schön. Was macht die Eidechse hier drin? Na, ich lasse sie leben. Ich töte nicht einfach Eidechsen. Schwer. Mach dich nützlich, Mora. Ah, hier sind noch Schwefelbrocken. Schön, die nehme ich mal mit. Ich soll ja welche. Ich weiß gerade nicht, wie viele Schwefelbrocken ich mitnehmen soll, aber es wird am Ende schon genug sein. Denke ich mal. Und ich glaube, Schwefel haben wir auf jeden Fall auch schon genug. So, 8 Schwefel. Ach, hier kriege ich sogar Schwefel raus, keine Brocken.
Ja, vielleicht sollte ich dann doch noch gucken, dass ich genug Schwefelbrocken habe. Ich dachte, hier kriege ich direkt Schwefelbrocken raus. Komisch, dass ich Schwefel rauskriege, aber keine Brocken, oder? Ist irgendwie seltsam. Das ergibt nicht ganz so Sinn, muss ich sagen, aber von mir aus. Da ist noch ein Brocken, weil dann könnte das nämlich, ja, dann könnte das nämlich knapp werden. Dann könnte das wahrscheinlich so sein, dass es genau abgemessen ist, dass ich die ganzen Brocken finde. Ja, das wäre ja natürlich nervig. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger Ihr haben. Ihr macht auch nur Pause, oder? Ja, okay, buddel mal weiter. Jetzt nimmt er mir natürlich die Möglichkeit, an dem Ding da zu hacken, aber ganz ehrlich, wegen Schwefel. Also wenn es jetzt eine Goldader wäre, okay, aber wegen ein bisschen Schwefel. Nee. Da mache ich mir jetzt keinen großen Stress. So, noch ein Brocken. Alter, so viel Schwefel, wie er rumliegt. Ist echt nicht feierlich. Nicht abgehen. Nicht? Na, dann musst du fest dazu hacken. Armer Sklave. Alter, diese Fleischwanze, ne? Lass mich doch du mal diesen jetzt Brocken aufheben. Ich will diesen verdammten Schwefelbrocken aufheben. Danke. Meine Güte. Da ist noch mehr Schwefel. Ich will den Schwefel. Danke. Nicht das Morgentau. Ich glaube, ich habe noch nie Morgentau benutzt. So, noch ein bisschen Schwefel. Gut, dann gucke ich mal, wie viele Brocken ich habe. So, wie viel Schwefelbrocken haben wir denn? Ja, das ist eine Giftblase. Wollte schon sagen, ich habe doch nicht nur zwei. Da, wir haben 29. Wahrscheinlich brauche ich genau 30 Schwefelbrocken, oder? Würde mich nicht mal wundern. Bringe... Nee, das ist das mit dem normalen Schwefel. Schwefellieferung. 30 Schwefelbrocken. Natürlich, wo ist der letzte Schwefelbrocken? Da ist nur noch ein normaler Schwefel. Oh, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wo ist da denn, ist nichts mehr das zu holen. Das ist alles nur normaler Schwefel. Da ist nichts mehr zu holen. Das ist der letzte Brocken. Das ist eine Fleischwanze. Und wenn ich jetzt hier Telekinese zu... Ah, da ist der Brocken. Gut. So, damit müsste ich 30 haben. Damit haben wir die auch. Perfekt. Dann können wir uns weiter aufmachen zur nächsten Mine. Jetzt zückt er die Fäuste, weil er keine Waffe angelegt hat. Auch schön. Super. Gut. Dann schauen wir mal hier weiter in Richtung des Waldes. Vielleicht sind da ja noch ein paar Minen. Gehen wir oben lang oder unten? Ich gehe erstmal oben lang. Ich weiß gerade nicht, was sinnvoller ist. Snappergraut, ja, das ist passend. Kann man hier eigentlich auch wieder Geschwindigkeitstränke herstellen? Ach komm schon, Goblins. Really? Ihr kleinen Viecher, ja, wagt es, euch ja mit mir anzulegen? Ganz ruhig, mein Freund. So. Zack. Waldbären. Nicht mal Goblinbären wenigstens, wenn hier schon ein Goblin sitzt. Also wirklich. Na, da ist noch ein Goblin, aber der juckt mich jetzt eigentlich nicht. Die Blutfliegen sind gefährlicher. Können mich vergiften. Und das war's mit dir nicht. Zack. Geht doch. Ich wollte bloß sicher sein, dass ich den verdammten Kopf treffe. Ach, natürlich kommst du an. Na komm. Ey, ich hab deine großen Brüder, die Oger, alleine mit Pfeil und Bogen besiegt und du willst mich angreifen? Alter, wie die Pfeile drin stecken, ey. Ist schlimm. So, hier war doch irgendwo noch so eine blöde Blutfliege. Ach nee, nicht schon wieder Wildschweine. Also bei Wildschweinen hört der Spaß auf, muss ich sagen. Das war ein bisschen tief, sehe ich ein. Haha, schön den Kopf. Alter, was macht das denn? Wie stürmt das denn ran? Warum ist das so schnell? Okay. Waren jetzt aber auch nicht so schwer. Muss ich ja mal zugeben. Ach, noch mehr Blutfliegen. Ach, wie viele Blutfliegen. Seht ihr das? Das ist ja hier. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Ja, probier's mal ruhig, Kleine. Die kommt aus irgendeinem Grund auch nicht weiter. Ach, diese Blutfliegen. Können schon fliegen und kommen trotzdem nicht an mich ran. Wo ist sie denn jetzt? Ach, da. So, und irgendwo muss doch noch eine dritte sein. Wo ist denn die dritte? Da ist ein Hirsch. Den nehmen wir mal noch mit. Zack. Na, den anderen lasse ich leben. Hey,
So, komm, Blutfliegen, kommt her. Ach, da ist ja noch eine. Och, drei schon wieder. Das hört aber auch nicht auf, ne? So, dann kann ich die beiden mit einem Hieb auseinandernehmen. Zack, und dann bleibt nur noch die eine. Okay. Hallöchen, was willst du denn? Du hast doch nicht ernsthaft geglaubt, du könntest was gegen mich ausrichten, oder bist du putzig? So. Also langsam würde ich ja gerne mal wissen, kommen hier noch Minen oder nicht? Ich meine, wir sind hier noch am Felsen quasi. Ja, hörst du. Ach nee, nicht schon wieder. Oh. Mir gehen die Feuerpfeile aus, muss ich sagen. Um nochmal so eine Menge Oger aufzuhalten. Ey, das sind wieder drei Stück immerhin, ne? Macht irgendwie nicht mehr ganz so viel Schaden, habe ich das Gefühl. Ja, vor allem, wenn er daneben geht. Okay, einer steckt schon weg, das ist gut. Wo ist denn der dritte? Ach, da. Okay, kurz weg. Das Schöne ist, ich habe ihn von seiner Gruppe getrennt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, im Nahkampf, glaube ich, brauche ich es gar nicht versuchen. Der würde mich zerpflücken. Schön ist, der ist so langsam. Das heißt, ich kann immer genau meinen Pfeil... Oh, ich habe nichts gesagt. Aber der macht gar nicht so viel Schaden. Aber es war, glaube ich, auch ein schneller Schlag, ne? Ey, Alter! Der kann unsichtbare Schläge. Wie gemein ist das denn? Ach, und jetzt kommt natürlich noch ein Goblin. Einfach, um mich zu stören. Warum gibt es hier eigentlich so viele Ogre? Ach, noch einer, ehrlich. So, leg dich mal hin. Danke. Und noch den Ogre ausnehmen. Und dann bleiben ja nur noch zwei von denen. Ugh. Da habe ich ja jetzt richtig Lust drauf. Also ich meine, ich schlag sie zwar, das ist ja nicht das Problem, aber es dauert halt. Und ich sehe gerade schon, jetzt sage ich das auch mal, ich sag das ja sonst nie, wir sind mit der Zeit schon wieder so weit. Aber die Ogre nehme ich jetzt mal noch mit und guck dann, was in der Truhe ist. Und dann suchen wir uns beim nächsten Mal dann weiter, schauen wir beim nächsten Mal weiter, wo noch Minen sein könnten. Wir müssen ja noch die Gold- und die Wolfsmine finden, so einer bitte nur, das wäre geil. Der andere sich zurückgezogen. Ich weiß es nicht, ist mir jetzt auch scheißegal hier. Nee, hat er natürlich nicht. Okay, kurzer Rückzug. So, jetzt müsste der andere sich ja zurückgezogen haben, oder? Hey. Hätte sich vielleicht doch gelohnt, noch ein bisschen Jagdgeschick zu skillen. Zack, voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Und nochmal voll in die Fresse. So, wieder ein bisschen Abstand gewinnen. Ist jetzt nicht gerade die spannend. Wie gesagt, die sind nicht spannend, die Kämpfe. Das ist ja das Langweilige. Wo ist er denn? Hat sich hinterm Baum versteckt. Oh, der ging schön an der Schulter vorbei. Warte mal, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr. Ja, wollte schon sagen. Da brauche ich gar keinen Pfeil mehr verschwenden für. So, und der letzte. Ich bin jetzt auch mal so mutig und speicher gar nicht erst. Ach, der hat sich natürlich wieder geheilt. Auch schön. Sinnvoll zwei Pfeile verschwendet. Oh, noch einer. Geil. Ech. Wir müssen dann mal irgendwann wieder Feuerpfeile suchen gehen. Na gut, ich habe ja, glaube ich, noch ein paar andere im Inventar, ne? Ich habe ja nicht nur diese Feuerpfeile. Wisst ihr was? Ich wechsle einfach mal kurz auf Kopfnuss. Alter, blöde Wurzel. So, das war's gleich mit dir. Alter, warum... Ach, ein Baum. Ach, komm schon. Geh mir nicht auf den Sack. Danke. Machen wir's halt so, ne? Gut, und dann würde ich, wie gesagt, nur noch schnell gucken wollen, was in der Truhe ist. Hä, warum isst du noch eins? Ich habe da nur einmal gedrückt. Ach, was soll's. Ist jetzt auch egal. Ich habe... Also, an Fleisch mangelt es mir ja nun wirklich nicht. Möchte ich mal sagen. So, ich will noch gucken, was in der Truhe ist. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge mal wieder... Wo sind wir eigentlich inzwischen? Ich glaube, wir sind total abseits vom Weg, oder?
Ich sollte mal in der nächsten Folge wieder ein bisschen genauer gucken. Alter, was habe ich denn hier? Blutfliege und Scavenger, die könnte ich auch mal verkaufen, diese 1000 Verwandlungstränke. Gut, dann würde ich sagen, wie wir uns in der nächsten Folge weiter auf die Suche nach Gold und Wolfsmine machen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Gothic 3. Bis dahin. Ciao.